Ich wollte mich nur kurz hinlegen und habe 4 Stunden geschlafen. Denjenigen, denen es nicht aufgefallen ist, ich habe eine neue Kamera. Das heißt, statt diesem Bildausschnitt hier, sieht man jetzt diesen Bildausschnitt hier. Hey, ich mag YouTube. Hey, Merry Christmas. Habt ihr die Feiertage schon hinter euch gebracht oder geht ihr noch essen? Ich gehe heute zum Beispiel essen und ich habe mich wunderbar vorbereitet. Also die letzten 12 Stunden nichts gegessen. Und wie bereitest du dich auf sowas vor? Ich zieh mir die Schuhe an. Wir haben hier jemanden, der gesund ist. Seht mich an, jetzt picke ich auf gesunden Menschen herum. Wir sehen uns Kommentare zu diesen beiden Videos an. Die Links findet ihr natürlich hier oder in der Videobeschreibung. In dem einen geht es um psychische Auswirkungen der Bulimie, das andere ist ein Weihnachtsgruß. Hallo! Und wenn wir ein bisschen mehr Kommentare haben, wird dieses Video auch länger. Falls ihr zu einer bestimmten Stelle springen wollt, gebe ich die Timecodes in die Videobeschreibung. Und ich verspreche, eines Tages finde ich heraus, wie man Timecodes in die Videobeschreibung gibt, die man anklicken kann. Aber bis dorthin müssen wir wie in der Steinzeit leben. Ihr wisst, wie in der Steinzeit, als die Leute Höhlenmalerei gemacht haben, das gefilmt haben und manuell zum Timecode springen mussten. Das waren Zeiten. Ist euch übrigens aufgefallen, heute habe ich zur Abwechslung mal nicht mein Gesicht zerkratzt, sondern es gepflegt. Das heißt, es fühlt sich sehr viel... Wie sollt ihr wissen, dass mein Gesicht sich gerade weich anfühlt? Es hat weniger Schuppen als sonst. Hey, kann man da kratzen? Und los! Tolle Videos! Endlich mal eine coole YouTuberin mit den gleichen Problemen auch mal in Österreich. Danke! Mir ist auch aufgefallen, es gibt nicht so viele YouTuber mit Essstörungen in Österreich. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass alle Österreicher so wahnsinnig gesund werden, denn worüber würden wir dann grandeln? Worüber? Unvorstellbar. Erstens. Und zweitens, ich musste grinsen, als ich Lena gelesen habe. Ich bin so kindisch. Jedes Mal, wenn ich jemanden treffe, der meinen Namen hat, denke ich mir, noch eine Lena! Rosen sind rot, Veilchen sind blau, Kotzen ist blöd, das weiß ich genau. Und die Emojis dazu. Das ist so genial, das musste an die Wand. Aber eine Frage hätte ich noch, und zwar wie deine Familie und Freunde damit umgehen bzw. umgegangen sind. Wie war das, als du noch zu Hause gewohnt hast? Das ist eine sehr gute Frage. Was das angeht, wird in Zukunft noch ein Video speziell zu dem Thema rauskommen. Was ich jetzt aber dazu sagen kann, ich bin niemand, der je besonders viele Freunde hatte und die Freunde, die ich hatte, habe ich während der Bulimie eigentlich verloren, weil ich den Kontakt vollkommen abgebrochen habe, denn man braucht ja Zeit, um sich zu übergeben. Meine Familie wusste es, es war aber eher so eine unausgesprochene Tatsache und nur weil es mich interessiert, klick die Däumchen, gen Himmel. Wenn es bei euch auch so war. Denn ich habe schon öfter gehört, dass das bei vielen Leuten so ist, dass zwar das Umfeld weiß, es gibt eine Essstörung, aber irgendwie redet niemand wirklich drüber. Wie schon einmal erwähnt, habe ich während des ersten Jahres, ich glaube, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Wie noch nicht erwähnt, habe ich während des ersten Jahres der Bulimie bei meinem Vater gewohnt, ehe ich ausgezogen habe. Während ich was gemacht habe? Ehe ich ausgezogen bin. Richtig! Wisst ihr, ich benutze diesen Effekt mittlerweile so oft in meinen Videos, dass ich ihn in meinem Kopf immer dann verwende, wenn mir irgendwas gelingt. So, ja, ich habe ein Video fertig gemacht. Auf jeden Fall, meinem Vater ist aufgefallen, dass Lebensmittel verschwinden, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob er das so mit der Bulimie in Zusammenhang gebracht hat. Aber auf der anderen Seite, ich habe ihn auch nie wirklich gefragt. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich ihn jedoch angesprochen habe oder dass er mich darauf angesprochen hätte. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch nicht mehr ganz genau, was ich an meinem 21. Geburtstag gemacht habe und ich habe keine Ausreden, denn ich trinke nicht. Also, was habe ich an meinem 21. Geburtstag gemacht? Ich habe mich ganz sicher übergeben. Ja, das werde ich gemacht haben. Seht ihr, das ist das, worüber ich spreche. Ich kann nicht tanzen, aber jedes Mal, wenn mir... Wenn irgendwie Leerlauf im Kopf ist. Ich habe durch meine Bulimie Haarausfall und gelbe Augen bis jetzt. Die gelben Augen hatte ich, beziehungsweise vor kurzem hatte ich sie wieder. Ich weiß nicht genau warum. Ist gelogen. Ich weiß warum. Aber wie gesagt, seit 21. Oktober habe ich mir nichts mehr gegeben. Und wann habe ich das letzte Mal Apfelmittel genommen? Gestern. Schau mal, du darfst jetzt hier sitzen. Wir machen draußen Thumbnail. Aber wie ich sagte, was habe ich denn überhaupt gesagt? Und mit Haarausfall habe ich zur Zeit zu kämpfen. Das ist furchtbar. Ich benutze Koffeinhandschuhe? Was sind Koffeinhandschuhe? Was? Ich benutze Koffeinshampoo. Ich habe irgendwelche Haar, Nägel, sonst was, Tabletten genommen.
Und ich versuche mich wirklich gesünder zu ernähren. Wobei, wenn jemand sagt, ich versuche etwas, dann sagt das schon sehr viel über den Erfolg der Sache aus. Das hier ist meine Dusche. Das kommt von einer Haarwäsche. Eine Haarwäsche. Und das sind nur die Haare, die ich erwische. Es ist deprimierend. Und wisst ihr was? Ich zeige euch was. Sind da Haare drin? Machen wir das mal hier. Live. Vor der Kamera. Und was habt ihr dazu gemacht? Ach so. Oh ja. Naja, es gibt bessere, es gibt schlechtere Tage. Ich kenne das. Zum Beispiel, wenn man sich nicht zusammenreißen kann und Abführmittel nimmt. Obwohl man ganz genau weiß, dass man in 8 Stunden da sitzen wird und furchtbare Schmerzen hat und sich denkt, oh Gott, ich mache das nie wieder. Ach, Lena. Okay, gut. Hier, seht ihr das? Ich weiß nicht, seht ihr das? Seht ihr? So gut wie haarfrei. Oh. Das ist schmeichelhaft. Schatzi, ich glaube, du musst kurz rausklettern. Nein, nicht weinen. Ich hole dich gleich wieder. Und jetzt bürsten wir mal gut durch. Ja, bürsten wir mal gut durch. Seht ihr das? Nach einmal bürsten. Einmal. Und jetzt liegen hier auch überall Haare. Wisst ihr, ich wollte immer lange Haare haben. Und jetzt habe ich sie endlich so lang, wie ich sie noch nie hatte. Und dann sowas. Und man weiß ganz genau, die Lösung wäre so einfach. Einfach aufhören, sich zu übergeben oder einfach aufhören, mal Abführmittel zu nehmen. Aber nein, viel zu einfach. Yeah. Bulimie. Einmal. Einmal bürsten. Was ist das? Das ist... Was ist das? Was ist das? By the way, falls irgendjemand von euch vielleicht irgendwelche Tipps hat, wie man das los wird, wäre ich sehr dankbar, weil das ist echt nervig. Nicht, dass ich so oberflächlich wäre, ich meine, hallo Pickel, aber... Das klang so furchtbar. Wieso rede ich so? Bitte schneid es raus, Lena. Ja, ich mir gedacht. Meine vollste Anerkennung für dein Video. So wunderbar ehrlich, unverblümt und direkt. Ich denke es so oft und doch würde es mir nie über die Lippen kommen. Ich leide, jeder liebt es bis zu einem gewissen Stadium und kann sich nicht davon trennen seit fast 8 Jahren, seit meinem 15. Lebensjahr an Bulimie. Und kann es immer noch nicht sagen. Danke für diese Offenheit, wirklich. Ich danke dir. So, was bedeutet mir wirklich viel. Ich finde es auch wirklich schön, dass wir hier einen Ort haben, wo wir alle so offen über diese Sachen reden, denn das ist... Es ist nicht immer möglich im eigenen Umfeld und was das angeht, ist das Internet wirklich eine große Stütze. Natürlich nur, wenn ihr euch meine Videos anschaut, nicht wenn ihr euch Pro-Anna-Seiten anschaut. Pro-Anna-Seiten sind... Bäh! Pfui! Nein! Böse, böse! Nicht ihr seid böse, die Pro-Anna-Seiten sind böse. Und nicht die Leute, die sie machen, sind böse. Es ist schade, dass man sich an was Ungesundes klammern muss, um sich... irgendwie besser zu fühlen. Ich liebe deine Art und deine Videos sind super. Habe gerade realisiert, dass es im selben Moment Menschen gibt, die einen nur zu gut verstehen können, weil sie dasselbe erleben. Danke. Und ich bedanke mich natürlich auch. Ich soll einen Ticker einbauen, wie oft ich mich überhaupt bedanke. Lena, bitte mach das. Super, du bist wunderbar. Und ich finde es schön, dass dir die Videos helfen. Ich hatte das erste Mal so einen Aha-Moment, wo ich realisiert habe, ich bin nicht wirklich allein mit sowas. Na gut, als ich die Pro-Anna-Seite erstellt habe, aber danach in der Selbsthilfegruppe, weil da alle so unglaublich offen darüber geredet haben, dass ich mir gedacht habe, diese Gedanken, genau diese Gedanken sind nicht nur meine Gedanken, die kennen alle Essgestörten, das ist irgendwie so, ich bin nicht allein Essgestört. So ein Wow! Vielleicht nicht so ein Wow, das ist eher so ein Wow, wenn man eine Spinne sieht, die sehr viel größer ist, als man denkt so, was, wo ist eine Spinne? Ich sehe keine Wow! Lena, dein Kühlschrank schreit. Ich weiß, aber es ist mir egal. Ich befinde mich noch mitten auf dem steinigen Weg. Deine Videos sind wirklich aufmunternd. Ich mag deine Art total. Danke. Es freut mich wirklich, dass es sich auszahlt, sich Bärte zu basteln und Konfetti durch die Luft zu werfen. Ansonsten wäre das Ganze irgendwie... Das Ganze wäre ein Tick komischer, wenn ich die Videos nicht ins Internet stellen würde. Es wäre vor allem deswegen komischer, denn wessen Kommentare würde ich dann beantworten? Das kommt mir alles so bekannt vor, vor allem das Problem zu essen, wenn andere Menschen in der Nähe sind. Im Nachhinein wurde mir bewusst, dass ich schon lange vor der Bulimie Probleme damit hatte. In der Mittagspause habe ich mich immer in die hintere Ecke des Zimmers gesetzt, in der Hoffnung, dass niemand sieht, wie ich esse. Weißt du, mir fällt gerade jetzt in diesem Moment ein, sowas
Ähnliches hatte ich auch. Ich meine, die Sache ist die, als wir noch klein waren, da hatten wir nicht unbedingt so wahnsinnig viel Geld. Das heißt, wir haben eher auf Billigprodukte zurückgegriffen und haben nicht irgendwelche, wie soll ich sagen, Schickimicki-Sachen zum Essen gekauft. Das heißt, wir haben alles sehr basic gehalten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Wort gerade richtig benutze. Ich habe sehr einfache Pausenbrote gehabt. Und wenn dann die anderen kamen mit ihren Markenprodukten und sie haben dies und das und jenes in ihrem Brot drinnen, dann kam ich mir schon so ein bisschen so, oh, ja, okay, cool. Ich glaube auch nicht, dass das die Essstörung war. Das war eher in der Zeit, ihr wisst eh, wenn man so 14, 15 ist und man die Meinung der anderen sehr viel wichtiger nimmt als irgendeine andere. Aber das ist, um wieder zurück zum Thema zu kommen, eines dieser Unterthemen, die die Bulimie noch ein Stückchen schwieriger machen. Bulimie hat so viele Schichten. Im Nachhinein, wenn ich in so einer Situation bin, wo ich esse und von anderen beobachtet werde, denke ich mir, die anderen schauen mich vielleicht 3 Sekunden lang an und dann sind sie mit ihren Gedanken schon wieder dabei, was die letzte Woche bei Game of Thrones passiert ist. Wisst ihr, ich bin ein Noob, ich habe keine Ahnung, was letzte Woche in Game of Thrones passiert ist. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich habe immer vorgenommen, es mir anzuschauen. Ich habe mir die erste Folge mal angeschaut. Das heißt, ich habe sie mir, ich glaube, ich habe die ersten 5 Minuten gesehen. Da sind sie durch einen Wald gewandert und irgendwas ist passiert. Dann habe ich Besuch bekommen und habe mir gesagt, ich schaue es mir später an. Ich glaube, das war vor einem Jahr. Mach das dann mit Serien. Ich denke mir, oh, coole Serie. Dexter, wunderbar. Staffel 3, cool, ich freue mich schon so. Ich fange morgen an. Ich weiß immer noch nicht, warum alle sagen, Dexter hat ein mieses Ende. Ich will es sehen, aber irgendwie kommen noch 5 Staffeln und wie kann man zu faul sein, sich eine Serie anzuschauen? Ich sitze nur da und gucke. Ich mache nichts anderes. Ich sitze da und gucke. Ich finde das Wort gucke so süß. Oh, dieses Video wird komisch. Eher wird komisch und lang. Der letzte Kommentar. Hast du einen Tipp, wie ich das Weihnachtsessen mit der ganzen Familie mit Bulimie überstehe? Diese Frage habe ich in den Kommentaren beantwortet. Ich denke mir nur, man geht ja öfter mal mit Leuten aus und ist in der Situation, in der man essen geht. Oh, meine Batterie macht gleich schlapp. Ich bin gleich wieder da. Hallo! Wie ich gesagt habe, ab und zu geht man ja auch essen und hier sind meine Tipps fürs Essen gehen. Was ganz wichtig ist, langsam essen. Lasst euch nicht dazu verleiten oder überreden, mehr zu essen, als ihr eigentlich essen wollt. Für mich ist es immer so ein Warnsignal, wenn diese bulimische Stimme in mir sagt, ja, du kannst ruhig noch ein bisschen essen und ich meine, was macht das schon? Du kannst dich nachher eh übergeben. Dann muss für mich Schluss sein. Bei Möglichkeit lenke ich mich nach dem Essen ab. Ich habe zum Beispiel hier diese Münze. Hier. Es sind 5 Franken. Die habe ich mal gefunden. Ich nehme diese Münze dann nach dem Essen in die Hand und schaue sie mir nach allen Regeln der Kunst an. Das heißt, ich spüre, wie sie sich anfühlt. Ist sie warm? Ist sie kalt? Wie schwer ist sie? Wie fühlt sie sich an, wenn ich so mache? Wie fühlt sie sich an, wenn ich so mache? Mir hilft das, weil das dann einfach meine Aufmerksamkeit auf etwas anderes als Essen richtet. Und was ganz wichtig ist, ich sehe das bei mir sehr oft, esst unbeeinflusst von den anderen. Nur weil sich ein anderer eine zweite Portion nimmt oder eine Vorspeise, ein Dessert, muss man es selbst nicht auch machen. Ich weiß, man ist dann in Versuchung, es zu machen, weil man sich denkt, naja, aber diese Person ist gesund oder sie sieht eh recht gut aus. Oder dieses, ich mache das so oft, naja, eigentlich sieht diese Person recht dünn aus. Und wenn die so viel essen kann, dann kann ich doch auch so viel essen, oder? Nein. Abracadabra, ein Video ist fertig. Wunderbar. Am Freitag kommt das nächste und letzte Video für dieses Jahr. Was ist das? Spinnen. Und wenn mich jetzt entschuldigt, ich muss mir Kevin allein zu Hause zum 2. Mal in Folge ansehen. Das war gelogen. Ich sehe mir Kevin allein in New York an. Das war auch gelogen. Ich muss noch was fertig machen. Muss arbeiten. Das war auch gelogen. Ich werde mir Kevin allein zu Hause anschauen. Was sind Ihre Stärken und Schwächen? Kann ich Ihnen die Frage morgen beantworten? Oh, ich habe dich vergessen. Das geht aber gar nicht. Hallo! Sag Papa zu den Leuten. Papa, Leute. Papa. Kollaps, jetzt groß.